Thunderlotus. Da ist es. Ha. So, sehr schön. Dann kann ich das hier zumachen für mich. Herrlich. Das ist bestimmt auch so ein Spiel, was man mit Controller spielt, nehme ich an. So, werde Teil der Thunderlotus-Familie. Ach, nee. Ich werde höchstens Teil meiner eigenen Familie. Optionen. So, ihr könnt mir gleich schon mal sagen, wie es mit der Lautstärke ist. So, ich mache mal die Soundeffekte einen Ticken leiser. Da habe ich jetzt schon den Eindruck, dass es ein bisschen laut ist. Vielleicht die Musik auch noch ein bisschen, ne? Na, wobei, ein Ticken lauter kann es schon sein. Wir wollen ja auch ein bisschen genießen, ne? So. Würdet ihr es empfehlen mit Maus und Tastatur oder eher mit Controller? Oh, ich sehe gerade, dass das Overlay noch nicht ganz passig ist. Moment. Da stimmt was nicht. Das muss perfekt sein. Max, der alte Perfektionist, der muss wieder alles perfekt machen. So, warte mal. Nee, wir machen das so. Und die Kamera einfach noch ein bisschen raus. So. Das ist besser. Jawohl. Sound ist gut so. Das ist schon mal gut. Ich würde es jetzt einfach nochmal mit Controller spielen. Weil ich gehe irgendwie davon aus, dass sich Controller eher anbietet. Okay. Es gibt einen Koop-Modus, einen lokalen Koop-Modus. Ah, okay. Na, dann bin ich mal gespannt. Das Spiel hat schon mal eine Katze. Das macht das Spiel schon mal 30% besser. Ah. Okay, der Look ist jetzt schon Hammer. 3 Sekunden im Spiel, Look ist... Lokaler Koop ist toll, ja? Okay. Kann ich mit meiner Freundin zocken? Endlich. Ja, endlich? Einen Moment lang hatte ich schon gedacht, dass du nie aufwachen würdest, Kleine. Welch Ironie wäre das denn gewesen, nicht wahr? Ich bin Charon, der Seelenfährmann. Zumindest war ich das bis zu deiner Ankunft. Ich bin nicht wirklich traurig, von hier zu verschwinden, aber einige Dinge hatte ich schon noch zu erledigen. Ich fürchte, du musst dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Schließlich ist heute mein allerletzter Tag. Und wer bist du? Stella. Stella? Ah, okay. Schöner Name. Willkommen, Stella. Wie ich sehe, hast du einen Freund mitgebracht. Wie heißt er? Daffodil? Oh, wundervoll. Das ist ja schön. Alter, die Gänsehaut. Jetzt schon? So krass, ja. Ich sehe, also Todak hat ja das letzte Mal richtig krass geschwärmt von dem Spiel. Deswegen bin ich, habe ich jetzt auch hohe Erwartungen. Nein, auch das habe ich schon oft mitgekriegt, dass das hier auch wieder so eine Perle sein soll. Ich bin ja ein großer Fan von so Titeln, die einem nicht auf dem Schirm sind und die man dann aber trotzdem irgendwie genießt. Ich freue mich immer, wenn ein Spiel lokales Koop hat. Das hat man leider nicht mehr allzu oft, ja, das stimmt schon. Wobei ich das Gefühl habe, der Trend geht mehr dahin. Ja, weil die Spieleentwickler gemerkt haben, dass die Leute wieder mehr zu diesem Gaming wollen, wie es früher war. Habe ich so den Eindruck zumindest. Ich probiere das jetzt mal mit Maus und Tastatur. Ah, okay. Vielleicht spiele ich es auch mit Maus und Tastatur. Ich weiß es noch nicht. Controller war jetzt irgendwie ein bisschen komisch gerade. Ja, das ist so eine generelle Entwicklung. Ich hoffe, dass das sowieso alles wieder ein bisschen zurückgeht mit dem Trend, dass das... Also, oh, das ist ein Thema für sich. Das können wir mal in einem Just-Chatting-Stream machen. Da kann ich stundenlang drüber reden, über das Thema. Aber wir wollen jetzt das Spiel ein bisschen genießen.
Dann werdet ihr die Bürde gemeinsam tragen und meine Aufgabe übernehmen. Wie schon erwähnt, in einigen Minuten werde ich aus dieser Welt verschwinden. Und deshalb bist du hier. Du wirst die neue Seelenfährfrau sein. Hör zu, deine Aufgabe hier wird alles andere als einfach sein, aber dennoch simpel. Finde die verirrten Seelen auf den Inseln und bringe sie hierher, wenn sie dazu bereit sind. Sterbende Seelen können nicht aus eigener Kraft ins Jenseits überwechseln. Du musst ihnen dabei helfen, ihre letzten Anfragen zu erfüllen und ihnen bis zu ihrem letzten Atemzug zur Seite zu stehen. Okay. Und das ist dieser Torbogen, die Pforte ins Jenseits. Die große, runde Brücke dort drüben ist die Immerpforte. Das Alpha, wo alles beginnt, und das Omega, wo alles endet. Hier wird alles Sterben erfüllt und die Existenz erreicht ihre Schwelle. Eine wichtige Aufgabe gibt es nicht. Eine wichtigere Aufgabe gibt es nicht. Was? Und der mit sächsischem Akzent wäre einfach nicht ernst zu nehmen? Wie, du meinst, wenn ich jetzt dialekteln würde? Vergiss das niemals, Stella. Hier, ich muss dir noch etwas geben. Warte, ich muss es mit der tiefen Stimme machen. Hier, ich muss dir noch etwas geben. Damit musst du wirklich vorsichtig sein. Das ist das Immerlicht. Ich schüpf mir ein. Das Symbol deines Status in dieser Welt und das einzige Werkzeug, das du je brauchen wirst. Moment, was machst du denn? Okay, die Katze ist in ihn reingesprungen, what the fuck? Oh, wie unangebracht. Nun, das reicht jetzt aber. Sächsisch macht es noch besser. Naja, ich weiß ja nicht. Kann natürlich auch sein, dass es ein bisschen die Stimmung zerstört. Das Immerlicht wird euch auf euren Reisen helfen. Es wird ein Licht in der Dunkelheit sein, die letzte Hoffnung der Verstorbenen. Stellt euch mal vor, ihr würdet wirklich irgendwann mal an die Pforte des Todes klopfen und ihr kommt zu Charon und der sächselt halt wirklich. Das wäre irgendwie so, so tiefstes Bayerisch. Hoffnung ist eine Flamme, das Licht, das nie erlischt, das Leuchtfeuer der Ewigkeit. Es gibt keine wichtigere Pflicht und sie ist schwierig und unbequem. Das Schicksal verlorener Seelen ruht auf euren Schultern. Keine Sorge, zu Beginn war ich auch von allem überwältigt. Versucht einfach nur, euch zu konzentrieren. Dadurch klingt er doch gleich sympathischer und weniger bedrohlich. Ich finde ihn überhaupt nicht bedrohlich, irgendwie. Also, ich weiß nicht, ich finde den Style sowieso cool. Aber er hat für mich auch keine bedrohliche Ausstrahlung, nur weil er jetzt so eine tiefe Stimme hat oder so knorrige alte Hände. Also, finde ihn eigentlich sehr sympathisch bisher. Eins nach dem anderen. Schon bald werdet ihr euch an diesen Ort gewöhnt haben. Und an diese Momente. Ihr seid schließlich die neuen Seelenfährleute. Oh, eine letzte Sache noch. Wenn ich weg bin, wirst du dir dein eigenes Schiff suchen müssen. Meins ist nicht für dich geeignet und wird verschwinden, sobald ich weg bin. Wenn du eine Zeit lang in die richtige Richtung ruderst, solltest du ganz in der Nähe eines finden. Vermutlich. Es ist Zeit. Ich muss gehen. Leb wohl, Stella, und viel Glück. Viel Glück. Du wirst es brauchen.
Hier ja, aber der an der Himmelspforte ist vielleicht nicht so nett. Weiß ich nicht. Werde ich vielleicht noch herausfinden. Okay. Das ist jetzt unser Boot. Also was ich von dem Spiel auf jeden Fall schon gesehen habe, ist, dass man irgendwie so ein richtiges Hausboot baut. Bin mal gespannt. Okay, ja. Das geht eigentlich auch mit Maus und Tastatur, muss ich sagen. So ist gar nicht so schlecht. Vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich kann es ja doch mal mit Controller probieren, so im Vergleich. Drücke Leertaste, um zu springen. Das ist jetzt nicht mehr die Leertaste. Ich drücke gerade A. Halte beim Springen hochgedrückt, um durch Plattformen nach oben zu klettern. Ah ja, okay. Halte A und nach unten, um dich nach unten fallen zu lassen. Okay. So, wer bist du denn? Hallöchen. Nee. Stella. Du bist es wirklich. Steh doch mal gerade und lass dich anschauen. Du siehst gut aus. Und Daffodil ist auch hier, wie ich sehe. Dann brauchen wir wohl eine Fusselrolle. Ah, vielleicht ist es nicht so offensichtlich. Ich bin's, Gwen. Gut, dass du mich gefunden hast. Aber wenn du hier bist, dann bedeutet das... Oh. Du bist die neue Seelenfährfrau. Du bist Charons Nachfolgerin. Ich hatte versucht, ihn loszuwerden und bin nur zufällig hier gestrandet. Ich sitze schon seit einer Woche auf dieser ekligen Insel fest und lebe von Sardinen und Zigaretten. Ekelhaft. Schon komisch. Früher habe ich dir immer aus der Patsche geholfen. Wie ich sehe, hast du jetzt denn immer Licht? Natürlich. Siehst du das Schiff da drüben? Oh, wow. Okay. Das ist ein dezentes Boot. Das ist es. Es ist offensichtlich etwas heruntergekommen, aber du solltest es übernehmen. Da du die Seelenfährfrau bist, ein kompliziertes Wort, müsste es funktionieren. Gut, treffen wir uns dort drüben auf dem Deck. Ich werde dir alles erklären. Let's go. Zack, zack. Schiff, wo? Okay. Kann die Glocke läuten? Wo ist meine Katze? Meine Katze ist weg. Daffodil, no! Nope, sie war im Wasser. Sie ist schon ein bisschen cute. Kann ich sie streicheln? Ja, oh mein Gott. Das Beste. Das macht das Spiel nochmal um 30% besser. Oh, ich kann mich hinsetzen. Oh mein Gott. Cute. I love it. It's beautiful. So, kann ich wieder aufstehen? Ah, okay. Hier drüben. Und wie verliebt bist du? Naja, Katzenboni. Katzen machen alles immer besser. Okay, dann mal los. Ich hoffe, mein Pelzmantel wird nicht allzu sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ah, okay, das ist jetzt seine richtige Gestalt. Okay, das muss ich selber spielen. Das ist auf jeden Fall auch so ein Game. Ich glaube, das ist schon wunderbar. Ich hüpfe nie vor Freude herum, aber das fühlt sich wirklich gut an. Ist es jetzt eine Frau oder ein Mann? Wobei Gwen eher eine Frau, oder? Sie hatte ja eine sehr sanfte Stimme. Und so diese Art, wie sie sich bewegt. Ich hätte jetzt fast eher gesagt, es ist eine Frau. Aber sie hat ein Geweih. Also müsste es ja eigentlich ein Mann sein. Ist das ein LGBTQ-Hirsch? Kann das sein? Dann synchronisiere ich ihn einfach weiter, so wie ich mir das denke. Und wie verliebt bist du? Ja, ich will.
kann auch nicht so viel sagen. Wie gesagt, Katzenboni auf jeden Fall. Stil ist super. Wir gucken erstmal. Du meintest ja, dass das so ein Spiel ist, das einen sogar mal zu Tränen rührt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Weitaus besser als erwartet. Also, so wie ich die Sache sehe, gehört dieses Schiff jetzt dir. Meinst du nicht auch? Gut. Und da du die Seelenfährfrau bist, ist es jetzt deine Aufgabe, verlorene Seelen willkommen zu heißen. Sobald sie an Bord sind, werden sie ihre wahre Gestalt annehmen. Das ist zumindest meine Theorie. Das haben wir ja gerade gesehen. Warum siehst du mich so an? Komm her und umarme mich. Kennst du To the Moon? Nur vom Hören sagen. Und ich habe es, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal angefangen bei Gronkh zu schauen, habe es aber nie fertig gesehen. Aber das soll ja auch so ein Spiel sein, was sehr, sehr krass auf Story aus ist. Persönliche Verbindung, so. Aber okay, jetzt habe ich hier unterschiedliche Sachen, die ich machen kann. Nahrung, reden, umarmen, Stimmung, umarmen. Wie cool. Viel besser. Komm mit. Sehen wir uns dieses Chaos mal an. Also es... Das ist... Bisher zumindest macht es den Eindruck, auch so ein so ganz klassisches Cozy-Game zu sein. Ja, ich feiere das sehr. To the Moon. Habe ich, glaube ich, sogar auch irgendwo auf meiner Streamliste. Weil ich da auch schon überlegt habe, das ist eigentlich auch so ein Spiel, was man mal angehen sollte. Huch, sie spielt mit ihrer... Hä, was ist das denn für eine coole AFK-Animation? Okay. So. Was für ein Durcheinander. Erinnert mich an Tante Petunias alten Hof. Ein wunderschönes, chaotisches Testament der Faulheit. Oder einfach die vollkommene Unfähigkeit, sich von irgendetwas zu trennen. Wie dem auch sei, wir müssen etwas dagegen unternehmen, sonst kommt meine Stauballergie zurück. Lass mich nachdenken. Würdet ihr einem 2 Monate alten Baby Ohrringe stechen lassen? Bini, wo kommt denn die Frage jetzt her? Ich weiß ja nicht, ob Nine noch da ist. Nine ist ja frisch gebackene Mutter. Die könnte dir diese Frage vielleicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Also ich persönlich glaube, würde das nicht machen. Weil... Ja, was soll ein 2 Monate altes Baby mit Ohrringen? Oder geht es einfach nur darum, dass dieses Trauma dann vom Kind besser verarbeitet wird oder so? Gerade ein Video auf TikTok gesehen. Oh Gott. Nee, also ich glaube, ich würde das nicht machen. Aber kann ich schwerlich beurteilen. Bin ja nicht in der Situation. Lasst mich nachdenken. Wir haben nur eine Möglichkeit, das alles aufzuräumen. Du musst dich mit Albert treffen. Er ist ein örtlicher Schiffsbauer und seine Witze sind erbärmlich. Aber nur er kann dein Schiff auf Vordermann bringen. Seine Witze sind erbärmlich, das kann ja nur ich sein. Ja, ja, ich denke auch, dass das eine sehr komische Entscheidung ist. Ich meine, das traumatisiert ja vielleicht so ein Kind auch. Ich meine, das ist ja schon eine schmerzhafte Sache. Ich meine, es ist ein kurzer Schmerz, aber also man sollte das nicht unterschätzen, wenn man ein Kind in einem so frühen Stadium schon mit Schmerz traumatisiert, weil es ist ja ein traumatisierendes Erlebnis in jedem Fall. Und dann so früh? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Entscheidung ist. Mir wurden auch Ohrlöcher gestochen, als ich noch so klein war, dass ich das nicht mehr weiß. Also mir wurden meine Ohrlöcher mit 6 Jahren gestochen. Damals habe ich das aber auch gewollt. Also es war quasi meine eigene Entscheidung. Und ich weiß, das ist ein... Also ich habe danach auch geweint. Nicht schlimm geheult oder so, sondern einfach ein bisschen geweint, weil hat halt wehgetan. Aber in dem Moment, wo mir das bewusst war, was da gerade passiert ist, konnte ich dann eben auch für mich in Zukunft entscheiden, will ich das nochmal oder will ich es nicht? Also ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar nicht der bessere Weg ist, dem Kind dann wirklich diese Entscheidung selber zu überlassen oder so. Also ich weiß es nicht. Schwieriges Thema. Gehört jetzt hier auch nicht hin. Also... Gehört hier schon hin, kann man natürlich immer mal diskutieren, aber will ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Weil wenn es um dieses Erziehungsthemen und Entscheidungen über das Kind geht und so weiter und so fort, auch das ist ein Thema, das kann man mal
lang und breit besprechen, wenn man mal einen Just-Chatting-Stream macht oder so. Ich habe das nicht für mich entschieden. Ja, eben, genau. Das ist ja das Ding. Das ist ja das, wo viele Leute sich heutzutage so ein bisschen schwer tun, quasi Entscheidungen für Kinder zu treffen. Ich denke, zu einem gewissen Maß sind Eltern auf jeden Fall dazu verpflichtet, Entscheidungen für ihr Kind zu treffen. Man kann jetzt nicht sämtliche Entscheidungen einfach von sich schieben und sagen, ja, das Kind soll das irgendwann selber entscheiden. So, gibt Entscheidungen, die muss man für das Kind treffen. Aber das ist ja ein ganz, ganz schlimm diskussionswürdiges Thema heutzutage. Lieber warten, bis das Kind selber sagen kann, ich möchte Ohrringe haben. Hab meine erst mit 14 machen lassen. Ich wollte jetzt keine Diskussion starten. Nee, ist auch überhaupt nicht schlimm. Man kann da ja einfach mal kurz drüber reden. Weil es, wie gesagt, ist ja auch was Wichtiges. Und ich bin ja generell immer sehr diskussionsfreudig. Von daher macht das ja überhaupt nichts. Also ich meine, geht ja, glaube ich, kaum ein Stream hier ins Land, wo ich nicht mal über irgendein Thema rede. Ich habe mich mit 23 lochen lassen, Jugendsünden und so. Mit 23 Jugendsünden, genau. Alles klar. Todak, der junge Hüpfer hier. So. Das habe ich gerade schon vorgelesen. Ja, ich bin nicht böse, dass ich Ohrlöcher habe. Nee, also ich habe ja auch einen Ohrring. Ne? Das ist auch tatsächlich immer noch original das Loch von vor 24 Jahren. Deine Ex-Freundin hat dich angestiftet. Nein! Oh, immer diese Frauen. Diesen Ohrring hier, da hat sich meine aktuelle Freundin, meine aktuelle Partnerin hat sich da ein bisschen drüber echauffiert. Dieser Ohrring, den ich hier trage, das ist original derselbe Ohrring, den ich vor über 12 Jahren von meiner ersten Freundin bekommen habe, weil die wollte unbedingt, dass ich mir einen Ohrring stechen lasse. Also das Loch war damals schon verheilt. Und sie meinte aber, dass mir ein Ohrring stehen würde. Und das ist original immer noch dieser Ohrring von vor über 12 Jahren, wie gesagt, den ich von meiner damaligen ersten Freundin geschenkt bekommen habe. Da hat sich meine aktuelle Partnerin ein bisschen drüber echauffiert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört sowas nicht. Also ich habe mich bei sowas nicht so. Aber die sind seit Jahren wieder raus, die zwei. Seitdem ist alles wieder zugewachsen und meine Brustwarzen sehen wieder aus wie früher. Wait, what? Moment. What the fuck? Deswegen hast du auch gesagt, du hast dich lochen lassen und nicht Ohrlöcher stechen lassen. Au. Au. Wieso macht man sowas? Todak, wie war das? Wie war die Erfahrung? War die schmerzhaft? Gott. So, was hat Gwen uns hier noch zu erzählen? Wir sollten zu Alberts Werft schippern. Okay. Du fragst dich sicher, wie du dieses Schiff in Bewegung setzen kannst. Das ist im Grunde kinderleicht. Hier, diesen Schlüssel habe ich auf der Insel gefunden. Damit kannst du die Kajüte hinten auf dem Schiff aufschließen. Dort sollte sich ein Kartenprojektor befinden. Woher ich das alles weiß? Nun, ich hatte doch meine Flucht geplant, weißt du schon? Weißt du noch? Ja. Und du kennst mich ja. Ich plane sorgfältig. Sehr sorgfältig. Geh und schließ die Kajüte auf, Stella. Der Kartenprojektor sollte einfach zu bedienen sein. Und du musst ja nur zu Alberts Werft. So, okay. Schlüssel zu Stellas Kajüte. Hopp. Alle, hopp. Alle. Die Sprunganimation ist ja auch absolut smooth. Okay, das ist irgendwie beautiful. Selten so eine schöne Sprunganimation gesehen, muss ich sagen. Ich finde das herrlich, wie sie die Beine anzieht. Es sieht auf jeden Fall sehr natürlich aus. Auch wenn sie utopisch hoch springt. Naja, meine Ex-Freundin stand tierisch drauf. Mehr muss ich ja wohl nicht sagen. Ich habe schon vermutet, dass es nicht um Ohrlöcher geht. Echt? Zunge und Nase finde ich schlimm. Oh ja, so ein Septum ist ganz, ganz strange. Also ich glaube, das tut richtig weh. Und Zunge, das Problem an Zungenpiercings oder generell an Mundpiercings ist ja, dass sie meistens die Zähne kaputt machen, weil du ja oft mit den Piercings gegen die Zähne schlägst. Deswegen ist das immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
So, aufgeschlossen. Ach, jetzt sind wir einfach drin. Okay. Und Gwen steht draußen. Alles klar. Das ist der Kartenprojektor. Okay. Althafen. Ach so, und wir schippern da jetzt... Ah, okay. Alberts Werft. Da wollen wir hin. Stich in See, Kapitänin. Gut, gehen wir wieder raus. Stella. Wenn ich es richtig verstehe, treibt dein Immerlicht das Schiff an. So kreuzt es über den Ozean und spürt verlorene Seelen auf. Das würde auch erklären, warum ich selbst nichts bewirken konnte. Ziemlich faszinierend, das musst du schon zugeben. Hör zu, ich weiß schon, dass sich das alles etwas überwältigt. Charon, die Immerpforte, die Seelenfährleute, dieser Ort, dieses Schiff, dass ich hier bin. Das ist eine Menge. Du fragst dich sicher, was hier vor sich geht. Um ehrlich zu sein, weiß ich das auch nicht genau. Aber ich bin für dich da. Ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen und alles zu erklären. Wie schon gesagt, ich wollte selbst losfahren, aber ich konnte es einfach nicht. Nachdem ich dich getroffen habe, weiß ich wohl auch warum. Ich lasse dir erst einmal etwas Raum, um das Schiff zu erkunden. Du kannst auch die Angeln dort ausprobieren. Nein, nicht angeln. Nicht schon wieder angeln. Ich bin Stardew Valley traumatisiert mit dem Angeln. Ah, was wollen diese Spieleentwickler immer mit dem Angeln? Warum muss man in jedem Spiel angeln? Die Welt liegt dir zu Füßen. Sehr schön, okay. So, kann ich mich hier hinsetzen? Ah, das ist also die besagte Angel. Toll. Halte X gedrückt, um den Fisch an Land zu ziehen. Ich finde es auch herrlich, dass die Angel einfach komplett aus diesem Dingens besteht. Okay, das ist aber sehr entspanntes Angeln. Immer diese Leute, die nicht gerne angeln. Ich mag das total, auch in Stardew. Nee, generell finde ich, ist Angeln keine schlechte Sache. Ich finde nur oft, dass Spieleentwickler es bei dem immersiven Gameplay übertreiben. Also das hier zum Beispiel ist tiefenentspannt, weil hier muss ich einfach nur zwei Knöpfchen drücken und das reicht, mehr brauche ich nicht. Ach herrlich, wie sie sich auch freut. Nee, warte mal, ich wollte nicht schon wieder angeln. Stopp, 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 stopp. Ach, jetzt muss ich auch noch... Ach doch, ich kann das abbrechen. Okay. Da wären wir. Alberts Werft entdeckt. Okay. Weiß gar nicht, was alle gegen Angeln haben. Das Problem ist, ich spiele ja auch selber WoW. Oder spielte WoW bis vor kurzem. Im Moment nicht so, weil gerade nicht viel zu tun ist. Und in WoW kannst du ja auch angeln und generell in vielen Spielen. Und das ist ja immer Teil des Craftings und Teil des Farmens und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist aber eine sehr lästige Spielmechanik. Insofern, weil du ja nur da sitzt und wartest. So, du wartest darauf, dass etwas anbeißt und dann, also bei Stardew Valley hast du dann zum Beispiel ja auch noch dieses Minispiel, mit dem ich ja dann irgendwann klarkam. Also das war nicht so schlimm, es war nur am Anfang ein bisschen stressig. Aber... Und dann hast du dann auch noch diesen Misserfolg, der passieren kann. Du angelst und bei Stardew Valley, wenn du es nicht schaffst, den Fisch zu schnappen, ist er auch noch weg. Und dann hast du im Prinzip, du verschwendest immer Zeit. Und das ist das, was mich daran stört. Ja, wie im realen Leben. Ja, ist halt wirklich so. Und also im echten Leben würde ich nicht angeln gehen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Weil ich finde einfach, das hat in dem Moment einfach keinen Mehrwert für mich. Und das ist so ein ganz großer Aspekt, warum ich Angeln nicht mag in Spielen. So, hier ist das halt entspannt, weil hier muss ich mich einfach nur hinsetzen, kann die Angeln ins Wasser werfen und kriege meine Fische. Ist zwar auch ein bisschen Zeitaufwand und wie gesagt, finde diese Art, Zeit in einem Spiel zu verbringen, einfach irgendwie verschwendet. Das ist aber mein persönliches Empfinden. Wenn ich zum Angeln fahre, dann warte ich gut und gerne ein Wochenende am See und fange nix. Mich entspannt Angeln halt zu 12.000%. Ja, das ist entspannt, das verstehe ich. Ich meine, klar, das ist ja auch, also wenn ich mich jetzt hier hinsetze und die Angel ins Wasser werfe und einfach kurz darauf warte, dass der Schwimmer runtergezogen wird, genieße die Musik, kann nebenbei hier mit euch quatschen. Das ist schon sehr entspannend. In dem Spiel auf jeden Fall. Und ich kann mir vorstellen, dass Angeln im echten Leben tatsächlich sogar nochmal eine ganz andere Wirkung hat. Aber das hat generell draußen sein einfach diese Wirkung, finde ich. Also wenn man jetzt raus in die Natur geht und entspannen will, dann hat das generell sowieso eine ganz andere Wirkung, als wenn man in einem Spiel entspannen will, finde ich.
Also ich bin zum Beispiel auch immer total gerne im Wald oder ich gehe total gerne wandern oder so. Und das entspannt mich auch schon sehr. Dafür muss ich jetzt nicht mit einer Angel losgehen. So. Das ist einfach nur rausgehen, das draußen genießen und einfach ein bisschen das Ganze um einen herum wahrnehmen und in sich aufnehmen. Beim Angeln kommt es immer auf die Mechanik an für mich. In Stardew zum Beispiel mag ich es sehr. In Animal Crossing hasse ich es. Okay, gut, da habe ich keinen Vergleich. Warum? Wie funktioniert es denn in Animal Crossing? Ja klar, jeder wie er mag. Weiß auch nicht, ob ich in Real Life angeln gehen würde. Nee, wie gesagt, im Real Life würde ich gar nicht angeln gehen. Wobei, ich würde das bestimmt mal ausprobieren. Ich kann ja schlecht darüber urteilen, wenn ich es nie gemacht habe. Also ausprobieren würde ich es bestimmt mal, aber dafür braucht man natürlich erstmal die passende Gelegenheit. So, geh jetzt zu Alberts Werft und verbessere dein Reißbrett. Anders wirst du das Chaos nicht los. Ich frage mich, woraus das alles besteht. Angesichts des Geruchs tippe ich auf mindestens 7 unterschiedliche Arten von Dreck und Staub. Okay, so, wir haben jetzt unser Seitboot hier. Und damit tuckern wir jetzt an Land. Ja. Ausprobieren bestimmt. Ja, das ist auch immer wichtig. Also das ist ja sowieso so ein Lebensmotto, was ich mir immer gerne auf die Fahne schreibe. Bevor ich irgendwas verurteile, will ich es meistens immer erstmal ausprobieren. Außer es ist jetzt was, was mir wirklich gar nicht zusagt. Willkommen in meiner Werft, junge Reisende. Wo meine Preise die besten Freunde jedes Kunden sind. Ich bin Albert. Ich baue Schiffe, seit ich denken kann. Bist du die neue Seelenfährfrau? Oh, aber natürlich. Du hast das Schiff schließlich zum Laufen gebracht und hergesteuert. Ben hat gut daran getan, dir mein bescheidenes Unternehmen zu empfehlen. Da wollen wir mal sehen, was du da hast. Nette kleine Jolle. Sieht genauso aus wie die, die ich ihn vor Ewigkeiten gebaut und in meiner alten Werft eingelagert habe. Charon war mit seiner düsteren, durchweichten Arche nämlich nicht zufrieden. Eigentlich war er ständig am Meckern, aber der Kunde ist nun mal König. Deshalb habe ich ihm eine neue, bessere gebaut. Sein altes Schiff wollte er natürlich nicht aufgeben. Wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Aber keine Sorge, das Schiff kannst du behalten. Betrachten wir es einfach als Leihgabe. Und eins wollte ich dir noch sagen. Weißt du, dass wir immer darüber witzeln, dass hier ständig gebaut wird? Mach dir keine Sorgen. Wir arbeiten noch daran. Okay. Wie dem auch sei. Eigentlich müsste ich ihn tiefer sprechen, wenn ich ihn so höre. Wie dem auch sei, mit etwas Liebe wirst du diesen Kahn bald wieder neu... Was? Mit etwas Liebe wird dieser Kahn bald wieder wie neu funkeln. Zuerst benötigst du ein ordentliches Reißbrett. Weil heute dein Glückstag ist und ich in Spendierlaune bin, gebe ich dir dein erstes Reißbrett. Kostenlos! Es ist wohlgemerkt etwas simpel in seiner Anwendungsmöglichkeit, aber die weiteren Verbesserungen sind günstig, dass du nicht lange auf sie verzichten möchtest. Weise mich einfach an, das Schiff zu verbessern. Okay, ich mag ihn. Er ist irgendwie sympathisch. Ein sympathischer Hai. Sehe ich auch so, man sollte sich immer selbst eine Meinung bilden. Auf jeden Fall. Das ist super wichtig. In Animal Crossing muss man nach dem Schatten Ausschau halten, passend die Angel auswerfen und hoffen, dass sie dann anbeißen und sehr präzise die Angel einziehen. Wobei die Fische gerne mal nur antäuschen anzubeißen. Das Fenster ist äußerst knapp und wenn man zu früh zieht, ist der Fisch komplett weg. Oder wenn man zu nah am Wasser rennt, sind die Fische auch weg. Super. So, dann weisen wir ihn mal an zu verbessern. Das Reißbrett, Anfänger. Okay. Die furchtlose Otter ist ein mittelgroßes Schiff, mit dem du stilvoll über den Ozean gleitest. Briefkasten. Nimm dir etwas Zeit und schreib an deine Brieffreunde. Okay. Wir haben 0 Seelen im Moment. Dann nehmen wir doch einfach mal den Anfänger hier. Beschreibung. Gibt keine Beschreibung. Okay. So, und das aufzuwerten, würde mich 400 Seelen, 1 Kalkstein und 2 Ahornstamm kosten. Okay, also wir haben ja auch wieder so eine Art Crafting-System. Achso, unser Schiff ist da hinten im Hintergrund. Jetzt check ich's erst. So. Du kannst Gebäude auf dem Schiff bauen und bearbeiten. Das ist toll. Aber wenn du dein Schiff wirklich größer und komfortabler machen möchtest, kann ich dir helfen.
Warte mir einen Besuch ab, wenn dir der Platz auf dem Schiff ausgeht. Bis dann. Auftrag erfüllt. Grundlage des Bauens. Jawollo, okay. Na dann, fahren wir wieder aufs Schiff. Jetzt habe ich Bock auf Animal Crossing. Gut. Albert hat dir das Schiff gratis überlassen? Und er meinte, es sei eine Leihgabe? Verdächtig. Schwer zu sagen, was er im Schilde führt, aber es klingt nicht sehr vertrauenserweckend. Aber kümmern wir uns jetzt erstmal um deine aktuelle Aufgabe. Dieses Deck zu säubern. Geh zu deinem neuen Reißbrett über deiner Kajüte und wähle ein das Objekt bewegen, die Option bewegen. In diesem Modus kannst du Gebäude entfernen und ihre Ressourcen zurückerhalten. Nur zu, ich werde hier unten warten. Okay, das ist das Reißbrett da oben. Huch. So, Stich in See, Kapitänin. Ansehen, bearbeiten. Abbauen. Gebäude abbauen. Möchtest du dieses Gebäude wirklich abbauen? Du erhältst folgende Ressourcen zurück. Ah, okay. Oh, und ich ahne jetzt schon, wir bauen dann unterschiedliche Sachen für Leute, die wir im Boot mitnehmen. Und wenn die dann tatsächlich auf die andere Seite gebracht wurden, kann ich bestimmte Sachen auch wieder abbauen, um Ressourcen zurückzuerhalten, um neue Sachen für andere zu bauen. Schätze ich jetzt mal, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht. Wunderbar! Du hast wundervolle Arbeit geleistet, Stella. Und du hast sogar genügend Ressourcen übrig, um ein Gästehaus auf deinem Schiff zu bauen. Eine notwendige Annehmlichkeit. Es bietet neu angekommenen Seelen wie mir einen vorübergehenden Ort zum Entspannen und Schlafen. Nun ja, so richtig schlafen vielleicht nicht. Ich kann dir sagen, dass niemand freiwillig mehr als eine Nacht dort verbringen möchte. Aber immerhin besser, als an Deck zu schlafen. Die Sterne sind ja hübsch anzusehen, aber das Holz ist hart und die Luftfeuchtigkeit ist störend. Den Rest überlasse ich dir. Viel Spaß. Okay. Also baue ich jetzt was Neues? Bauen. So, was haben wir denn hier? Ein Feld, ein Garten, eine Kombüse. Oh, das ist ja richtig umfangreich. Okay. Ein Gästehaus. Das würde ich gerne bauen. Oh mein Gott, wie cool. Ach, witzig. Das ist ja geil. Das heißt, ich kann in diesem Raster dann quasi immer arbeiten. Okay. Wenn ich ein größeres Schiff habe später, kann ich natürlich auch mehr bauen. Ah, nice. Okay, bauen wir das erstmal. Das sieht ja eigentlich ganz gemütlich aus. Kann ich da reingehen? Tatsächlich. Und jetzt kann ich mich wieder hier hinsetzen. Und mit Daffodil schmusen. Okay, wir gehen da raus. Sehr schön. Dieses Gästehaus ist sehr hübsch. Man erkennt deinen Einfluss. Schön gemacht, wie immer. Jetzt kann ich mich endlich irgendwo hinsetzen und die Aussicht genießen. Oh, warte. Was ist das denn? Da geschieht noch etwas anderes. Ah, damit hätte ich rechnen sollen. Ich bin tatsächlich hungrig. Sehr hungrig. Du weißt ja, was für eine miese Köchin ich bin. Ah, es ist eine Frau. Okay, trotz Geweih eine Frau. Alles klar. Oder sieht sich als Frau und ist möglicherweise aber ein Hirsch. So, vielleicht ist das Spiel tatsächlich divers. Kann man ja, weiß ich ja nicht. Aber ich weiß noch, dass du ein wahres Talent fürs Kochen hattest. Und vielleicht hast du schon ein paar Fische gefangen. Leider kann ich keinen rohen Fisch am Stück essen. Ich könnte es wohl versuchen, würde mich aber sicher an einer Grete verschlucken und sterben. Du willst doch nicht, dass ich so abtrete. So absurd das auch klingt. Du solltest also wieder dein Reißbrett bemühen und eine Kombüse errichten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dort die Baupläne dafür gesehen habe. Sowie die benötigten Ressourcen. Verdammt. Du brauchst Leuchtgelee. Und das erhältst du nur auf eine ganz bestimmte Art. Ich... Na schön, das hätte ich dir gleich am Anfang sagen sollen. Es gibt da etwas, das mir große Angst macht. Eine düstere Präsenz, die selbst mich erschaudern lässt. Eine Leere, die alles verschlingt, selbst das Licht. Sie kann viele Gestalten annehmen und für mich manifestiert sie sich immer als Quallen. Ja, die Ironie ist mir durchaus bewusst.
Das Leuchtgelee, das du für die Kombüse brauchst, kannst du nur von diesen Quallen erhalten. Es ist zu dunkel zum Navigieren. Du kannst im Morgengrauen weiterfahren. Ah, okay. Ach, die Zeit vergeht einfach die ganze Zeit. Ah, okay. Es gibt also keine andere Möglichkeit. Ich muss mich meinen Ängsten stellen. Aber du bist an meiner Seite. Mit dir werde ich es schaffen. Sie erscheinen als dunkler Fleck reiner Angst auf deiner Karte. Du kannst sie also nicht verfehlen. Also los. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um mich darauf vorzubereiten. Okay. Ah, ja. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Wie du bemerkt hast, hält das Schiff nachts an. Ich glaube, das ist der Nebeneffekt, weil dein Immerlicht nun mal, Licht ist. Aber es steckt sonst irgendeine technische Sache dahinter. Es hilft deinen Passagieren ebenfalls ruhig zu schlafen. Du kannst aber tun, was du möchtest. Arbeiten abschließen oder einfach nur die Sterne genießen. Ich würde vorschlagen, dass du in deinem kleinen Raum oben in deiner Kajüte auch eine Runde schläfst. Dann wirst du putzmunter aufwachen und das Schiff nimmt am Morgen wieder Fahrt auf. Und wo wir gerade davon reden, du weißt ja, dass ich schon immer eine Langschläferin war. Du kannst die Glocke dort läuten, um die Passagiere zu wecken. Aber denk dran, läute sie nur zur rechten Zeit. Am frühen Morgen wäre perfekt. Und jetzt ist die Zeit für mich, ins Bett zu gehen. Wir sehen uns morgen, Stella. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Hunger macht mich gereizt. Okay. Oh, ich kann... Was passiert, wenn ich vom Boot springe? Dann sterbe ich bestimmt. Das muss ja nicht sein. Hey, ich bin hungrig, habe kein Talent zum Kochen. Habe gehört, du hast selbst Gemüse angebaut und Erfahrung in Tierhaltung. Mach mir bitte was zu essen. What? Das könnte auch ein Charakter aus Stardew Valley sein. Also vom Design her ist das Spiel schon sehr, sehr schön. Wir haben ja bisher noch gar nichts gesehen, muss man natürlich auch dazu sagen. Wir fangen ja gerade erst an. Aber. Ich angel diesen Fisch jetzt noch. Zack. Die Animation ist auch voll schön. Auch wieder so ein Spiel, was so total smooth Animationen hat. Sie hat sich gerade über einen alten Schuh gefreut. Finde ich sehr sympathisch. So, dann werde ich jetzt nämlich... Wie komme ich denn in meine Kajüte? Hier hoch. Ah, okay. Bis zum Morgen schlafen? Ja. Ja, voll. Auf jeden Fall. Also das ist schon... Hat Todak einen guten Tipp ausgesprochen. Bin mal gespannt, wie umfangreich das noch wird. So, jetzt ist morgen, ja? Ja. Drücke LB, um die Schiffsroute unter... Was? Und die Uhr ein- und auszublenden? Ah, okay. So, dann gehen wir erstmal raus. Und bimmeln die Leute. Wir bimmeln die Leute. Guten Morgen, Stella. So, meine Lieben. Das war jetzt wirklich nur ein Anteasen. Aber vielleicht haben wir ja wieder mal den nächsten Stream, wo ich einfach ein bisschen reintesten kann. Aber auch das ist ein Spiel, wo ich sage, okay, das werde ich auf jeden Fall im Stream zocken. Ich glaube, das bietet sich da auch sehr für an. Ich glaube, ich packe mir das auch mal auf die Wishlist. Das Game läuft mir einfach immer wieder über den Weg. Ja, es macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es weitergeht. Das werden wir... Ich werde mit Spiritfarer anfangen, schon mal so zur Information, wenn wir mit Celeste durch sind. Weil ich habe mir gedacht, okay, da ich jetzt für den Morgenstream eh noch keinen weiteren Plan habe, habe ich mir gedacht, dann passt das doch auch sehr gut. Das heißt, Spiritfarer werden wir wahrscheinlich jetzt so in den nächsten 1-2 Wochen dann richtig anfangen. Und ja. Und wenn wir mit dem Horrorstream durch sind, bin ich noch am Überlegen, was wir da machen. Aber da kann ich auch nochmal im Discord mit euch quatschen. Cool, das freut mich. Ja, wie gesagt, es spricht mich auf jeden Fall sehr an. Ich bin mal sehr gespannt, wo sich das noch hinentwickelt. Aber wie gesagt, nach deinem doch sehr schwärmerischen davon reden, habe ich mir gedacht, ach klar, warum nicht? Und das scheint auch wieder so ein Spiel zu sein, was so seine ganz persönliche Nische hat, wie es ja auch Stardew Valley hatte. Ja, deswegen. Also ich freue mich schon
Das wird auf jeden Fall nice. Ich freue mich mega auf Cult of the Lamb. Das war ja der Hammer. Schon lange nicht mehr so gehypt gewesen wegen dem Spiel, muss ich zugeben. Also das mit diesem Game-Hype, das hat bei mir irgendwie die letzten Jahre immer ein bisschen nachgelassen. Aber das ist, da hat gerade richtig, da war die Freude in meinem Herzen.